Herzlich willkommen zu einem etwas anderen Aufstieg. Ja, wir spielen mal Ranked, Yoshi und ich. Jo, und ja, was gibt's dazu noch zu sagen? Nicht viel, würde ich mal sagen. Yoshi und Carsten spielen. Ja, ich habe schon prophezeit, wir haben einen Victor im Team, schon bevor der gepickt hat. Ja. Der hat jetzt gerade ein neues Splash-Art bekommen. Der auch eine visuelle Überarbeitung? Ich Ja, weiß hat es er. nicht. Echt? Die ist neu? Ja, klar ist die neu. Das Gesicht sieht ja voll anders aus, ne? Da muss ich noch mal ranzoomen. Das ist irgendwie detailreicher, oder? Ja, auf jeden Fall. Oh, da fällt mir mal wieder ein. Mega Profi. Erstmal Sound disabled. So, wir haben Yi als Jungler, Caitlyn ADC, Carsten mit Leona Support, dann haben wir einen Viktor Mitte, wie schon gesagt. Und ich darf Top mit Garen spielen, das wird wahrscheinlich nicht so schnieke laufen. Aber ich denke, Bot kriegt ihr das ganz gut geregelt. Der ADC war sehr nett im. Im, Ja, im, im, unser im, 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 wie Champion nennt man Auswahl. das? Danke, Champion Auswahl. Champ Select, So. wie auch immer. Ich habe natürlich Garen gespielt. Ich hab Garen gepickt, weil ich finde, Garen ist so der Champ, den man am safesten top spielen kann. Ich muss wahrscheinlich gegen Yorick, ja, da ist er auch schon. Galio Support. Galio, und wer ist euer AD Carry? Tristana. Gegnerische. So, ich lasse den natürlich hier immer mit dem Q, damit ich hier meinen Q stacke, ne? Oder vertausche ich da jetzt gerade was? Ich glaube, es war aber eigentlich nicht so ein kluger Pick, den ich gemacht habe, weil der mich jetzt natürlich super poken kann und dann meine Passive nicht aktiviert wird, ne? Ja, stimmt. Da habe ich aber jetzt erst dran gedacht, ich Idiot. Na, Ja. Endgame mit so ein bisschen Crit und so, dann läuft das. Müsste gehen. Die Caitlyn dodgt erstaunlich gut dem Maokai, dem Galio, meine ich natürlich. So, ich glaube, ich warte mal, bis der ein bisschen pusht, weil sonst pokt der mich ein bisschen sehr hart. Und du könntest gegankt werden. Woher weiß der, dass ich in diesem Busch, beziehungsweise kann der die Gule, ist das ein Skillshot? Die Oder muss der die auf Gule? jemanden machen? Ja. Nein, das ist ein Skillshot. Ach so, deswegen konnte er mich im Busch anvisieren. Also wie so eine Caitlyn-Falle. Ah, okay. Ich dachte nämlich eigentlich, das geht auf Champions. Das ist auch schon mal ein schlechtes Zeichen, wenn man seinen Gegner nicht kennt, ne? Ich muss sagen, ich bin ziemlich am Verkacken gerade, aber das wird schon noch. Das wird schon noch. Ich spiele Garen. Das wird schon noch. Ich verliere schon noch wenigstens noch richtig. Nice Oh, one. oh, 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 oh. Da war der Gang Mitte. Ich habe eine Nachricht für dich. Ach ja, die Nachricht. Du hast ja eben schon erwähnt. Ich habe eine E-Mail gekriegt. Von einem gewissen Spiel? Ja. Zu dem wir vielleicht hingehen? Nee. Von einem gewissen anderen Spiel? Von dem gewissen Spiel und leider eine Absage. Autsch. Also wir wollten, haben uns Fußballtickets angefragt für gewisse Vereine, die jetzt eigentlich relativ egal sind und haben die leider nicht bekommen. Das ist etwas schade. Ich könnte ja versuchen, jetzt auf den drauf zu gehen, aber ich traue mich nicht. Ganz ehrlich. Pussy, Pussy. Ja, wenn du nicht gleich willst, dass da so an der Seite so ein Garen und so ein rotes Zeichen steht, von wegen getötet und so, dann soll ich das lieber lassen. Beziehungsweise da oben schon 0-2. Lol. Lol. Lol, der kommt mit Teleport wieder top. Der ist weggegangen, kommt mit Teleport direkt wieder top. Was ist da denn für ein Lappen? Oh, ist da Bot wieder Action passiert? Habe ich gar nicht jetzt drauf geachtet. Ja, ich bin halt engaged und der Jungler stand im Busch von denen. Also praktisch ins offene Messer gelaufen. Das war nicht so schlau. Boah, irgendwie schafft es ja der Yorick so, dass ich überhaupt nicht farmen kann, wa? Die Minions von dem kommen gar nicht erst unter Tower. Wie auch immer der das macht, er macht das ziemlich gut. Ich bin Tobit. Ich muss den Carsten anschreiben. Ich bin Yoshi, ich muss mein W hochskillen. Mit Garen. Dort fehlen ein paar Leute, glaube ich.
Boah, es läuft so scheiße, Top, ganz ehrlich. Nicht nur Top. Also ich glaube, das wird mal so ein richtiges Fail-Ranked. Der ist irgendwie... Der, ich habe einfach gar keine Schnitte gegen den. Ja, wir spielen Yoshi jetzt auf Gold. Auf jeden. Ich bin übrigens Bronze, also darf ich schlecht sein. Ja, ich habe gerade meine Promo geschafft. Zu Silber 2. Bin jetzt Silber 2, 0 Punkte. Und ich glaube, die Regel war, wenn man gerade in eine neue Liga kam, kann man nicht absteigen, ne? Wenn man noch 0 Punkte hat. War das nicht so? Ja, ja, das war auf jeden Fall mal so. Ob das jetzt immer noch so ist, ist natürlich eine ganz andere Frage, aber... Hoffentlich. Ja, das wäre auch scheiße irgendwie. Aber scheiße ist, dass wir wahrscheinlich verlieren werden, weil ich 0 Farm krieg. Der hat doppelt so viel Farm? Ja, ein bisschen mehr als doppelt so viel Farm. Tja, Tobit hat mich gerade angeschrieben, er hat 99 Punkte. Tja, das ist natürlich assi. Boah, ich will nicht gegen Yorick spielen, der ist stark. Lol. I will protect you. Autsch. Weiße. Schwarze. Weiße, ich habe ja schon so ein leichtes... Naja, weiter geht's. Dieses Aggressionsgefühl? Weniger, dieses... Ich habe langsam keinen Bock mehr, ey. Weißt du, die ganze Zeit spielst du so richtig passiv und dann towerdivet er dich einfach, du hast keine Chance. Ja, ich glaube, dann gehe ich erst auf Sunfire, damit ich wenigstens überlebe, wenn er mich towerdivet. Ich habe jetzt nur den scheiß Riesengürtel, Alter, ich habe kein anderes Item. Und Healpots, dann kann ich mich wenigstens ein bisschen poken lassen. Und ein Teleport, top. Dann bin ich endlich mal vor dem Down, komm vielleicht mal ein paar Farm ran. Ich mag Teleport nicht, ganz ehrlich. Irgendwie. Echt nicht? Nee. Ich glaube, das ist noch diese Oldschool-Zeit bei mir so. Früher hat man halt... Das war das Allerklassischste, hast du sogar auf Mardi Curry gesehen. Flash, Ignite. Zack. Mehr nicht. Und ich glaube, daher kommt das so ein bisschen. Ja, spiele ich ja heutzutage noch mit ADC, auch wenn viele sagen, Heal jetzt viel besser für ADC. Ich weiß nicht, ich mag Ignite einfach mehr. Ja, kommt halt immer auf diesen persönlichen Stil an, was man selber am besten spielen kann. Und ich hasse die Leute, die dann kommen und sagen, bitte das und das und das mitnehmen. Ja. Wenn man damit, ich finde auch, Support kann, muss eigentlich selber entscheiden, ob er Exhaust oder Heal mitnehmen will. Ja, das geht auch, in der Tat. Zum Beispiel gegen jemanden, der sich direkt Lifesteal baut oder sowas, ist Ignite sowieso immer geil. Oder hat das gar nicht mehr den Heal doch, Reduce. Den. Reduziert den hier. Wie kann man so stark sein wie der, Alter? Ich raff es nicht. Ich mach ihm einfach keine Damage. Ich hab hier so ein komisches Gefühl. Der hier könnte aber auch mal ganken kommen. War der schon mal Bot? Nein. Boah, die Kugeln gehen ja sowas von auf den Nerv, ne? Ja, unser Tower ist gleich weg. Ah, ich bin gleich das zweite Mal weg. Ah, er fällt voll drauf rein, wie geil! Good job! Ich hab mein Ulti, ich hab mein Ulti, ich hab mein Ulti! Komm! Ich könnte mal meinen Pot schlucken. Bitch, Alter! Da war ich out of position, Alter, wie schlecht. Lol, wieso hat er kein Tower End mehr gekriegt? Alter! Hm. Aus einem 1-4 wurde 7. Aus einem 0-4 wurde 7-1. Ne, warte, das klingt jetzt so, als hätten wir voll mega aufgeholt. Andersrum. Oh Mann. Nein! Komm schon, das kann doch nicht wahr sein! Wie lucky der entkommen ist! Ich will nichts sagen, aber du hast auch nicht mehr gerade viel Leben. Ich weiß, aber ich hätte ihn wenigstens gerne getötet, so. Ich fänd's cooler, wenn ich den so ganz knapp getötet hätte und ich dann noch so überlebt hätte, verstehst du? Mhm.
Und ich hatte natürlich eine Sekunde später wieder Ignite ready, ne? Ich hasse sowas. Ja, komm wieder mit Teleport, top, du Assi. Ja, so. Das war mir jetzt irgendwie klar, dass ich jetzt weggehen sollte. Aber fang du erstmal an zu ganken, mein Freund. Ich bin mal Mitte. Gespannt. Nice. Man muss echt zur Zeit Tristana bannen. Das ist abartigst, wie krass stark dieser Champion ist. Wenn jetzt Victor gestorben wäre, ne? Wenn hier jetzt stirbt, ne? Das wäre einfach so unnötig. Lol, warum habe ich mir nichts gekauft, ich Idiot? Boah, ich spiele gerade ein bisschen Brain AFK. Ich muss auch sagen, das ist natürlich doppelt gemein, finde ich gerade so für mich. Weil mir wird langweilig, weil da nichts passiert auf der Top-Lane. Und deswegen werde ich immer mehr Brain AFK. Ja, die Caitlyn ist aber nicht gerade gut. Nicht? Nee, das ist auch vom Gameplay her irgendwie voll fail. Also ich weiß ja, dass es nicht an dir liegt. Und sowas war Silber 1, Alter. Ja gut, die waren sowas wie ich ist Bronze. Ja, aber wie man merkt, ich gehöre auch wahrscheinlich in Bronze. Zum Beispiel diese Aktion jetzt war wieder grandios. Erstmal mache ich meinen Kuh aus Versehen auf den Minion statt auf den, glaube ich, wenn ich das richtig gesehen habe. Und zweitens habe ich sowieso keine Chance und sollte gar nicht erst reingehen. Der kassiert eben mal 3 Tower-Hits und man sieht das kaum. Es ist und einfach nur unfassbar. Was ist denn da los? Sorry, aber das ist einfach wahr. Das sagt der Victor doch nur, weil er auch keinen Gank gekriegt hat. Das ist alles scheiße. Ich habe auch noch keinen Gank bekommen, aber das ist mir auch egal. Ich kann es auch verstehen, wenn Jungler mal in einem Game nicht ein einziges Mal top geht. Das ist ja okay. Mein Gott, manchmal bietet es sich an, andere Lanes zu ganken oder auch mal nicht zu ganken. Ja. Wichtig ist, dass er dann am Endgame wenigstens was reißt oder so. Alter, ich bin wieder fast tot. Ein bisschen Angst, wenn ich ehrlich bin. Ja, Tristan ist noch Mitte. Alter, ich habe sowas von keine Chance gegen den. Wir haben auch keine Chance. Über 100 Farm, was geht denn mit dem? Der Dauer da hält mich einfach so, ich kann gar nichts machen, ey. Nicht annähernd. Oh, da ist ein Yi. Ob der das cool findet, wenn man dem den Blue stealt? Alter, der hat direkt mal einen Tower am Arsch gemacht. So ein Penner. Ah, ich kann mir noch Boots kaufen. Boots. Mehr als doppelt so viel Farm wie ich. So ein Spasti. Hätte ich mal Crit-Ruhen mitgenommen. Report Victor vor AFK. Sieht man ja voll. Boah, ne, ich hasse die LOL-Community wirklich. Wie kann man jemanden in der 14. Minute schon sagen, dass man den reporten soll? Ich kann das am Ende von einem Game sagen oder so ab einer halben Stunde. Ja, und selbst dann sollte man vorsichtiger sein mit dem, was man sagt. Man sollte nicht jemanden reporten, weil man den persönlich nicht mag oder so. Boah, ich habe wohl ein bisschen am Ruckeln hier gerade. Aber mein PC hat ja sowieso schon. Deswegen übrigens auch der späte Beginn der Aufnahme. Mein PC ist erstmal so ein bisschen, naja, wie immer. Und ich bin direkt tot. Das läuft schon mal sehr gut. Alter, wieso geht der rein? Der hier ist der behindert. Nicht gut. Das wäre jetzt irgendwie nicht so cool. Ich komm mal top. Ich glaube nicht, dass das irgendwas bringen wird. Sicher?
Ja, der tötet mich dann wahrscheinlich, ja, habe ich jetzt sicher. gerade Angst. Rein. Ich hab meine Ult. Fuck. Mann. Alter, ich kann nichts machen, das ist doch so scheiße. Warum kommt denn nicht Victor oder so mal hier hin? Wenn ich jetzt auch noch sterbe, ne? Geil. Ja. Danke fürs Zusehen. Boah, das beginnt ja mal richtig scheiße heute, wa? Erstmal Aufnahme wegschmeißen. Nein, Quatsch. Man verliert halt auch manchmal richtig, ne? Das muss auch mal sein. Ist nur schade, da wäre ich schon wieder in der Promo gewesen. Ich muss Tristana bannen beim nächsten Mal. Weißt du, der lacht mich aus, dass der mich killt, aber ist der 5 Level über mir. Ja, aber man muss ja sagen, das Game ist auch noch nicht verloren. Bam. Siehst du mal, wir können sogar jemanden töten. Wir können aber auch einfach die Ari Mitte durchpushen lassen. Ja, in der Tat. Ja, ich bin der Tristan ja noch nicht mal begegnet, ne? Alter, euer Ernst. Euer fucking Ernst. Euer Ernst. Lol. Ultet die da. Ja, ich musste sagen, ich habe eigentlich relativ lange durchgehalten dafür, dass da so viele Leute drin waren. Aber ganz ehrlich, ich bin gerade sowas von scheiße. Ich bin schon enttäuscht von mir selber, so scheiße bin ich. Reiß mal ein bisschen Action. Schön. Und ich habe mir noch ein bisschen Hoffnung, dass der Yi das doch nachher noch carried. Es ist schließlich ein Yi und Yis können sowas. Aber ich glaube, ich irre mich einfach, weil irgendwie pusht immer einer von denen durch, während alle anderen mit den anderen beschäftigt sind. Nice. Also ein bisschen jeder, aber doch. Ja, aber wir verlieren viel zu viele Tower. Wir haben noch keinen einzigen. Nice. Nicht so nice. Manche Leute wissen nicht, wann Schluss ist. Ich muss erstmal back. Weißt du, da spiele ich Garen, weil der safe ist und dann kommt so ein hässlicher Yorick, ne? Ich habe fast noch nie mit Garen verloren, glaube ich. Komm schon. Nice. Schön. Wollte schon sagen, wenn er jetzt nicht mehr gestorben wäre, das wäre so assi gewesen. Eben. Wir haben noch Yi. Und solange wir noch Yi haben, gebe ich noch nicht auf. Aber dafür ist jetzt unser Victor endgültig AFK, kann das sein? Klar kann das sein. Meiner. Ein Minion nehme ich mir. Du bist voll der Drecksupport, du nimmst deinem ADC den Farm. Ich muss sagen, das ist natürlich jetzt richtig mies, dass der Victor AFK ist. Ist es. Wir könnten das echt noch gewinnen. Es wird extrem hart, aber es ist nicht unmöglich. So nach dem Motto, zusammen sind wir stark und so. Oh. Oh. Ah, der Victor ist wieder da. Ja. Ich habe irgendwie Angst. Victor macht aber auch Schaden. Nice. Immerhin habe ich sie ein bisschen geslaut. Also ich bin tot.
Ich würde sagen, wir haben uns da gerade stark geirrt. Penta, Penta. Komm schon. Ja, ich glaube, ich gebe auch mal auf. Ausnahmsweise, ich gebe eigentlich fast nie auf, aber ich muss sagen, das macht auch gerade einfach keinen Fun mehr. Tja, ein unofficial Penta, so zum Ende hin. Ja. Och man, ich wollte mich gerade noch teleporten irgendwo hin, aber... Ja. Tja, passiert halt auch den Besten, ne? Dazu muss man nichts sagen. Da schweigt man lieber. Also... Bis zum nächsten Mal. Ja, würde ich auch mal sagen, bis zum nächsten Game, was hoffentlich besser wird. Also schlechter kann es ja nicht mal werden, das ist schon mal ein schöner Start. Das stimmt eigentlich, wirklich. Wir wollen uns ja die Messlatte nicht so hoch anlegen, wir wollen ja jetzt immer besser werden. Das wird ja jetzt, denke ich mal, eine ganze Session, die wir hier machen, ne? Ja. Oh, die Musik ist so dramatisch. Wir haben verloren. Doch, wir werden uns neu erheben und weiterkämpfen. Naja. In der nächsten Folge. Ja, nicht viel Zeit verlieren. Bis zur nächsten Folge. Ciao, Freunde. Ciao.